Ja, hallo meine Lieben. Ja, hier bin ich wieder, euer Undead, wo wir wieder bei Super Kirby Clash Apfeljuwelen ausgeben, um eine neue Heldenmission freizuschalten. Was diesmal die ganzen Super, nicht die ganzen Super, die ganzen normalen Deluxe Rüstungsteile sind. Und damit werden wir auch mal direkt mal anfangen. Mein ist ja auch kein Geheimnis darum, was das angeht. Also, vor allem ist es auch nicht schwer. Aber damit können wir zumindest dann sagen, dass wir dann im nächsten Mal wirklich, oder beim nächsten Mal, wirklich nur alle, ja, Super Deluxe Sachen kaufen werden, was auf jeden Fall sehr teuer wird. Also ich habe mal geguckt gehabt, die nächste Menge an Apfeljuwelen, die ich brauche, sind 5.335. Und habe mir dann ausgerechnet, das würde, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag meine Apfeljuwelen abhole, würde das circa 115 Tage dauern. Also mit den 40, die ich immer vom Baum kriege und mit der Glocke. Und ja, also nächstes Video wird dann vermutlich erstmal wieder so in 4 Monaten kommen. Das ist so der Gedanke. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Jetzt will ich tatsächlich nächstes Mal was kaufen können. Wir haben auf jeden Fall auch wieder Puffer. So ist es ja nicht. Das Einzige, was ich mir aufpassen muss, ist, dass ich halt wie gesagt nicht doppelt kaufe. Man kennt es ja mittlerweile. Ist ja auch kein Geheimnis, was das angeht, dass ich da ein Meister bin. Und der Rest der, ja, wird einfach nur eine Zeitfrage sein, wisst ihr ja. Ich habe euch beim letzten Mal gesagt, dass sobald ein neues Kirby-Game in der Art rauskommt, bin ich sofort dabei. Die Frage ist halt nur, ob eins kommen wird und was dann natürlich die neue Konsole bringen wird, die halt natürlich erst nächstes Jahr kommt. Von daher braucht man sich da gar nicht so viele Gedanken zu machen, sondern man macht sich vielleicht dann vielleicht doch eher über die Spiele Gedanken, die man aktuell noch auf der, ja, im Backlog hat, sage ich mal. Einfach aus dem Grund, weil, ja, man möchte die auch irgendwann mal auch gespielt haben. Weiß nicht, ob ihr es zum Beispiel mitbekommen habt. Ich denke mal, die einen oder anderen schon, dass ich aktuell Luigi's Mansion 3 streame und das auch gleichzeitig auf YouTube natürlich auch streame und auch als Video dann noch hochlade. Dass man sich das hinterher nochmal angucken kann. Die Frage ist halt immer nur, macht es Sinn, ältere Spiele zu spielen oder sollte man vielleicht doch eher auf aktuelle Sachen gehen? Das könnt ihr mir gerne mal selber sagen. Ob ihr da lieber was Aktuelles sehen wollt in dem Sinne. Was bei mir natürlich immer schwierig ist, weil ich halt ungern aktuelle Games kaufe, wenn ich noch hunderte Spiele im Backlog habe. Aber das ist halt immer so der Gedanke dahinter. Macht es Sinn, die Spiele so lange aufzuheben, bis man sie dann auch mal streamt? Oder sollte man sie sich nur für sich spielen? Das ist etwas, womit ich mir halt schon monatelang Gedanken mache. Dass ich halt Spiele habe, die ich gerne spielen würde. Aber erstens die Zeitfrage ist, dass man keine 20 Spiele gleichzeitig anfangen kann. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich gucken, dass man auch mit solchen Spielen wie jetzt hier Super Kirby Clash auch irgendwann mal fertig wird, sage ich mal. Einfach aus dem Grund, ja, damit hat man angefangen. Man würde es gerne beenden. Oder halt zumindest 100% beenden, was es angeht. Und im Endeffekt ist es ja hier zum Beispiel jetzt nur noch eine Zeitfrage. Ich könnte natürlich jetzt noch sagen, ich gebe jetzt nochmal mehr Geld aus, damit ich einen größeren Baum kaufe. Aber da habe ich keine Eile, was es angeht. Weil ihr seht ja selbst, die Videos, wenn die kommen zwischen 2 und 4 Monaten, je nachdem, wie viele Apfeljuwelen ich brauche. Und ja, man ist es, glaube ich, mittlerweile gewohnt, was es angeht. Dass ich dann im Endeffekt dann sagen kann, ja gut, das wird jetzt noch das ganze Jahr überziehen, aber mindestens halt nur so weit, dass ich halt nur dran denke, jeden Tag mich einmal ins Spiel einzulocken. Das ist so eigentlich das... Das Einzige, wo ich mir merken muss. Wo ich auch zugegeben nicht immer schaffe. Oder besser gesagt einfach vergesse, wenn man dann wieder was anderes spielt. Ist halt einfach so. Und besonders jetzt zum Beispiel, wenn man dann 23 Stunden beim hier bei der Glocke hat. Ja, genau. Ne, nicht die Glocke, gell? Die Glocke. Dass man da halt natürlich auch immer vielleicht nur alle 2 Tage dann dran klingelt, weil das halt 23 Stunden sind und man dann, wenn man dann 5 Stunden später dran geht, ist es irgendwann mal wieder in der Nacht resettet und ich werde nicht in der Nacht die Konsole dafür anmachen. Also so extrem bin ich da nicht hinterher, was das angeht. Aber ihr seht ja, Apfeljuwelen sammelt sich trotzdem an und es am Endeffekt, wir werden die 100% erreichen. Das ist zumindest das, was ich euch auch zu 100% versprechen kann. Wir werden sie irgendwann mal erreichen. Ja, ist dann nur die Frage, wann. So, dann haben wir auch hier gleich unsere letzten Deluxe-Sachen. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn man weiß, dass man nur bestimmte, die kann ich mir zum Beispiel gar nicht mehr leisten. Oh, kann ich mir nicht mehr leisten, weil ich keine... Uiuiui, okay, das wird, glaube ich, kritisch. Das habe ich gar nicht überprüft gehabt, dass mir noch ein paar, verdammt, dass mir die anderen Teile da langsam aber sicher ausgehen. Muss ich mal vorstellen, ich habe gerade weniger, ja, weniger, okay, jetzt reicht gerade wirklich nicht mehr, oder?
Nee, verdammt. Ja. Wisst ihr was? Dann spiele ich mal kurz. Ich werde auf jeden Fall noch eins kaufen hier. Spiel ich mal kurz und schneide es dann kurz raus und dann wieder rein. Wisst ihr ja, es sollte kein Problem sein. Und ja. Hätte ich nicht gedacht, dass mir jemals passiert, dass mir die anderen Fragmente ausgehen. Okay. Passiert. So, ich hoffe, das reicht. So, das sind wir wieder. Ich denke mal, das dürfte jetzt reichen. Ich habe, glaube ich, viel zu viel gemacht, aber besser mehr als beim nächsten Mal dann zu wenig zu haben. So, müssen eigentlich noch die letzten drei sein hier. Wäre doch besser mehr als wenig. Man merkt es vielleicht. Hätte ich nicht gedacht, dass mir einmal die ganzen Fragmente ausgehen. Ich habe halt immer gedacht, wenn man halt die Glocke aktiviert, da kriegt man ja auch mal Fragmente und so dazu, dass es reicht, also dass man immer so 50 Stück dazu kriegt. Aber man sieht, die Kosten für die Sachen sind natürlich höher als die Äpfel selber, gell? Darf man nicht vergessen. Zum Glück sind es nicht die seltenen Fragmente, die mir fehlen. Da habe ich eigentlich wirklich mehr als genug. Da könnten doppelt so viele Rüstungsteile drin sein. Das, ja, es würde trotzdem reichen. So. Da haben wir es doch endlich. Dankeschön. Und eine schöne Schnapszahl mit 888. 12 Stück sind es noch. Und ja, was bleibt mir anderes zu sagen, außer, dass ich mich wieder bedanke für alle, die mir dabei waren hier. Die halt sich immer noch dafür interessieren, ob ich das irgendwann mal auch fertig kriege hier. Und ansonsten, ja, nicht zu vergessen, immer schön die Glocke aktiviert zu haben bei YouTube, damit ihr keine weiteren Videos davon verpasst. Und nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag auf YouTube und Twitch live streame. Immer so zwischen 17 und 18 Uhr. Falls ihr da Zeit und Lust habt, würde mich natürlich sehr freuen. Ich spiele mir, wie gesagt, aktuell Luigi's Mansion 3 und danach kommt irgendwas anderes. Ansonsten gibt es eigentlich immer von Donnerstag, Freitag und Samstag Pokémon. Also wer zum Beispiel noch Dino Raids machen möchte, immer gerne gesehen. Solange Platz ist, mache ich da gerne. Vor allem, weil wir ja Shiny Hunts machen. Und es werden auf jeden Fall noch neue Pokémon Games folgen. Vor allem, wenn dann das Neue rauskommt. Das wird vermutlich halt lang mal wieder ein Release-Game von mir sein, weil ich auf jeden Fall auch kaufen und spielen werde. Aber das kommt erst nächstes Jahr, deswegen erstmal überraschen lassen, was es überhaupt am Ende wirklich ist. Das ist immer noch die Idee dahinter. Und ja, ansonsten danke fürs dabei gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. What?